Die ersten Meter in einem Schiffswrack sind für den passionierten Taucher René Hese aus Rostock immer ja, wie das Eindringen in eine fremde Galaxie. Dabei interessieren ihn nicht etwa Haie oder irgendwelche Korallen. Nein, er sieht sich selbst eher als eine Art tauchender Entdecker, der unter Wasser Neuland betritt. Zum ersten Mal ein Schiffswrack berühren und das erkunden, das vor ihm noch keiner gefunden hat. Gigantische Geisterschiffe. Mit seiner Kamera bringt René Hese sie ans Licht. Er sucht im Roten Meer nach gesunkenen Schiffen, von denen keiner mehr genau weiß, wo sie liegen. Es gibt sehr, sehr viele weiße Flecken in den Meeren. Das Problem ist nur, die Risikobereitschaft sinkt immer mehr. Das wird immer mehr auf Sicherheit getrimmt. Und ich denke, dass ich einer von den wenigen Wracktauchern bin, die auch noch die Lust dazu haben, ein gewisses Risiko einzugehen. Hinab in die dunklen Wracks taucht er stets allein. Es ist die Technik vergangener Jahrhunderte, die den Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik begeistert. Die Schiffe, die durch einen Seeunfall gesunken sind und noch nicht entdeckt worden sind, da ist natürlich das Überraschungspaket extrem groß. Was findet man und vor allen Dingen, wie findet man es vor? Man sieht dann Fischernetze, die dort an den Schrauben hängen oder über die Masten sind. Es ist einfach ein extrem mystisches Erlebnis. Um solche Geisterschiffe zu entdecken, startet der Abenteurer von der Ostsee im Roten Meer eine Expedition. Seine Mannschaft, erfahrene Taucher mit Forschergeist. Der 48-Jährige begutachtet zu Hause in Mecklenburg Unfallautos, aber immer wieder verwendet er sein Erspartes für solche Expeditionen. René Hese ist gut vorbereitet. Er hat Seekarten gekauft, Berichte von untergegangenen Schiffen studiert, dann Suchgebiete festgelegt. Er weiß, hier im Golf von Suez kommt es oft zu Seeunfällen und keine Reederei kümmert sich mehr um den ganzen Schrott. Sie werden vergessen, weil in der Regel sich die Bergung nicht lohnt. Sie werden regelrecht vergessen und werden ihrem Schicksal überlassen. Das Suchgebiet im Roten Meer ist riesig. Aber die Mannschaft vertraut ihrem Expeditionsleiter. Ja, ich denke, René hat einfach unheimlich viel Erfahrung. Er hat das Ganze ja schon in anderen Seegebieten gemacht. Wie schnell laufen wir? Geschwindigkeit in km/h? Der Abenteurer René hat alle angesteckt. Ungefähr 8 bis 9. 8 bis 9 ist okay, danke. Man braucht so ein kleines bisschen Forschergeist, so ein bisschen das Interesse an Rätseln und halt einfach so ein bisschen Kind sein im Kopf. Ne? Das gehört halt irgendwo dazu. Die Suche vor der ägyptischen Küste fordert die ganze Mannschaft. So, pass auf, ganz, ganz wichtig ist Disziplin. Wir brauchen die Schlauchbootbesatzung ganz diszipliniert. Gucken, gucken, gucken. Die Echolot-Suchsysteme in den Booten dürfen nicht aus den Augen gelassen werden. Weil du hast 30 Sekunden und dann ist der Ausschlag wieder raus. Wenn du einmal jetzt in die andere Richtung guckst und das machst du zu lange, ist die ganze Expedition gefährdet. Die Suche startet mitten im Golf von Suez. René Hese hat sich ein Gebiet ausgewählt, das er nun stundenlang mit dem Expeditionsschiff und den beiden Schlauchbooten abscannt. Ein harter Job für sein Team. Aber das versunkene Altmetall in der Tiefe übt eine magische Anziehungskraft auf alle aus. Meine Schätzchen, die ich so liebe, die so 60, 70 Jahre alt sind, die finde ich auf dem Meeresgrund. Die hatten noch eine vernünftige Takelage, Masten, Ladebäume. Heute haben wir, wenn ich das mal so vergleichsweise sagen darf, fahrende Schuhkartons, die bis oben hin mit Container vollgestopft sind. Seine große Leidenschaft für die Technik alter Schiffe hat den Mecklenburger bis hierher ins Rote Meer gebracht. Jetzt kommt was, jetzt kommt was. Und dann plötzlich auf dem Suchgerät ein großer Ausschlag. Erste Spekulationen. Welches Schiff könnte hier wohl liegen? Ein riesengroßer Frachter, an dem noch keiner gewesen ist. Er kann es kaum erwarten. Ist das, was da in 60 Metern Tiefe liegt, seine Entdeckung? Das Werftschild kann ein Hinweis für eine eindeutige Identifizierung sein. Aber es gibt noch mehr. Es ist natürlich auch so, dass ich mir dann auch in erster Linie die Schiffsantriebsanlage anschaue. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, auch darüber ein Schiff zu identifizieren. So ist es immer wieder auch eine Herausforderung, in diesen Maschinenraum, in diesen dunklen Keller hineinzutauchen. Er hat das Entdeckervirus in sich. Das spürt auch jeder Taucher in seinem Team. Also auch wenn man das nicht mehr denkt auf unserem Planeten, aber auch heutzutage ist die Zeit von Abenteurern noch nicht vorbei.
Die Abenteuerlust begann schon mit 7 Jahren bei René Heese. Da fand der Warnemünder Junge ein Buch mit dem Titel Männerplanken Ozeane. Und da war so eine Bleistiftzeichnung drin. Die Perspektive war aus dem Wrack heraus. Auf der linken Seite lagen dort Skelette. Und vor dieser Tür stand so ein Helmtaucher und wollte diese dunkle Luke hinein. Und dieses Bild hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, eines Tages machst du das selber. Und ich habe dafür 30 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Ein Tauchkurs war für ihn in der DDR unvorstellbar. Erst nach der Wende lernte der Warnemünder in der Welt unter Wasser klarzukommen. Unerschrocken tauchte er in die dunkelsten Ecken der Wracks. Wichtig ist, dass sich jeder, der taucht, darüber bewusst ist, dass er sich in ein für den Menschen lebensfeindliches Gebiet begibt. Tauchen verzeiht keine Fehler. Über 100 Schiffswracks hat er bereits mehrmals betaucht und den Weg immer wieder herausgefunden. Aber noch ist ihm der wirklich große Coup nicht gelungen. Es gab wieder einen Ausschlag am Echolot. René ist angespannt. Wie immer ist er der Erste, der hinuntertaucht. Allein. Er will niemand anderen gefährden, sich ganz auf sich und die fremde Umgebung konzentrieren. 50 Meter tief liegt das unbekannte Wrack. Ich sehe diesen dunklen Schatten. Es ist natürlich irgendwie Geisterschiff-Atmosphäre, das ist klar. Ich weiß nicht, was es ist. Das Schiff schlummert wie in einer Zeitkapsel. Ein Geschütz ist zu erkennen. Auch Schiffsschrauben sind eindeutig sichtbar. Was genau haben sie gefunden? Diskussion an Bord. Zwei Schrauben? Zwei Schrauben. Sieht nach Kriegsschiff aus. Könnte sein. Moderne Form. Nicht die schlanken Dinger wie aus Anfang des Jahrhunderts. So eine Schraube ist typisch für ein Kriegsschiff, weiß René genau. Die Propellerblätter sind steil gestellt, auf schnelle Fahrt ausgelegt. Okay, dann könnte es so 50er, 40er, 50er Jahre sein. Könnte Zweiter Weltkrieg sein von der Form her. Die Expedition hat ihr Ziel erreicht. Der Abenteurer von der Ostsee hat ein bislang völlig unbekanntes Wrack, eine Fregatte im Roten Meer, entdeckt. Ein toller Erfolg, der ihn ermutigt, wieder aufzubrechen, um nach versunkenen Schiffen zu suchen. Ja, und das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen in alter Frische.